Grüß Gott, liebe Zuschauer. Heute heiße ich ganz herzlich willkommen bei uns in der E-Bike-Erlebniswelt in Lauda, das Ehepaar Krampf. Hier haben wir sie. Und beide fahren Vitali Elektrofalträder. Die haben sie bei uns vor einem Jahr gekauft und haben mittlerweile wunderschöne Touren gemacht. Und von denen möchte die beide uns heute erzählen. Ja, jetzt erstmal die Frage an Sie: Wo kommen Sie denn eigentlich her und warum haben Sie bei uns zwei Vitalis gekauft? Ja, ich bin also der Helmut Kramp, komme aus dem Münsterland, bin seit 5 Jahren pensioniert und hatte einfach nur Lust, Fahrrad zu fahren. Mit zunehmendem Alter wird das natürlich ein bisschen schwierig. Die großen Elektroräder, es kam also für uns nur noch ein Elektrofahrrad in Frage, die großen Elektrofahrräder auf dem Gepäckträger bei unserem Auto waren einfach zu schwer. Also kam etwas in Frage, was man ins Auto reintun kann. Und dann haben wir komischerweise in Frankreich, in La Rochelle, eine Dame getroffen, die uns so ein Elektrofaltrad gezeigt hat. Wir waren Feuer und Flamme, sind ins Internet gegangen, fanden Firma Mott, waren begeistert, kamen her, kauften zwei. Schön. So, und haben Sie das bereut oder sind Sie immer noch zufrieden damit? Immer noch zufrieden. Wir sind eine Strecke gefahren, wo ich dachte, das Fahrrad bricht mir unter dem Hintern zusammen. So holprig war das. Das hält einmalig, das ist einfach klasse. Und Frau Kramp, wenn Sie mal kurz aufstehen würde. Ja, genau. Ich glaube, ich weiß schon warum. Ich bin die kleine Ehefrau meines Mannes. Mein Name ist Gabriele, Nachnamen Kramp, wie auch mein Mann. Und ich habe das Problem, dass ich eben sehr klein bin, nicht sehr fähig, viel zu tragen. Und deswegen sind wir, nachdem ich eben auch pensioniert worden bin, hierher gefahren. Wir haben sofort im Internet Mott gesehen. Das war für uns also so überzeugend, dass wir die weite Fahrt von Münster hierher einfach auf uns genommen haben. Und dann haben wir dieses Rad hier gesehen und durften es tollerweise ja sofort ausprobieren. Und als ich die ersten Hänge hier versuchte zu bewältigen, erst sehr vorsichtig, dann aber sehr euphorisch, wusste ich, das ist das Rad, das ich gerne haben möchte. In meiner Farbe, in meiner, ein Damenfahrrad, ja, im Gegensatz zu meinem Mann, der ja das Gleiche hat, aber in etwas anderer Ausführung. Und ich bin also immer noch begeistert, dass ich eben als kleine Frau sehr schnell aufsteigen kann, ein sehr gutes Gefühl dafür entwickelt habe. Und eben auch am Hang, das war für mich eben, oder an einer Kreuzung, sehr schnell durch diesen, wie heißt das, Herr Mott? Eigentlich Gasgriff, hat man früher gesagt. Der müsste ja heute Elektrogriff heißen. Der Booster vielleicht. Der Booster, genau. Durch diesen Booster habe ich eben die Möglichkeit, weil ich eben auch ein schlechtes Gleichgewichtsgefühl habe, auf diesem Rad sehr schnell vorwärts zu kommen. Das sind die entscheidenden Vorteile. Wie groß sind Sie noch einmal? Achso, das hätten wir eben gefragt. Eins, inzwischen ja 55 vielleicht. Ja, immerhin. Ja. Und Ihr Mann ist wie groß? 1,73. Ah ja, also ich bin 1,89 m, ich konnte genauso mit dem Vitali fahren. Sie sind 1,55 m. Ich habe auch schon kleinere Damen oder Herren drauf. Geht alles. Ja, also das Besondere ist jetzt an den zwei, wenn die E-Bike-Touren machen, die machen das nicht so wie andere Leute, sondern ganz anders. Sie haben nämlich ein Auto, eine Zugmaschine und dann haben sie noch einen Wohnwagen hinten dran, gell? Und dann legen sie große Strecke zurück. Und das erkläre ich mal am besten jetzt, weil das ist so klasse gelöst, dieses Konzept, mit viel Verstand und naja, und also erkläre ich es mal. Und dann haben sie ja auch noch Büchler mitgebracht, weil die beide fotografieren auch noch leidenschaftlich gern, also beide, nicht nur einer, sondern beide. Und wenn Sie vielleicht mal uns jetzt erläutern, wie Sie das machen mit Ihren Touren und was ich denn da so fotografieren, würde mich auch interessieren. Erzähl. Ja, unsere erste Tour war eigentlich die Tour, die uns schon lange am Herzen lag. Wir sind gefahren vom Atlantik zum Mittelmeer. Eine Tour, die vorwiegend am Canal de la Garonne oder Canal du Midi entlang führt. Für uns traumhaft, weil diese Wege an den Kanälen sehr gut ausgebaut sind. Sie waren früher Treidelpfade, das heißt, die Schiffe sind auf diesen Wegen von Personen oder Pferden seitlich
gezogen worden. Und das sind ideale Wege, um halt mit dem Fahrrad dort entlang zu fahren. Kilometermäßig auch eine sehr schön weite Entfernung. Ja, so rund 500 bis 600 Kilometer, glaube ich. Wenn man keine Ich weiß das gar nicht mehr genau. Ja, und wie machen Sie das dann? Kommen Sie dann Packtasche hinten drauf und ziehen von Ort zu Ort? Oder wie machen Sie das mit Ihren Fahrzeugen? Zunächst mal müssen wir den Wohnwagen an irgendeine Stelle bringen. Ich fahre nicht mehr als 300 bis 500 Kilometer pro Stück, dann stellen wir uns auf einen Campingplatz. Wenn es da schön ist, fahren wir da mit dem Fahrrad ein bisschen rum, einfach so, wie er früher sagt, rumjökeln. Dann fahren wir weiter zum nächsten Campingplatz, bis wir irgendwie an das Ziel gekommen sind, wo wir dann sein wollen. Ja, dann fahren wir eine Strecke, je nachdem, wie weit wir kommen, und müssen ja diese Strecke wieder zurückfahren, um zum Wohnwagen zu kommen. Das wäre die erste Etappe. Die zweite Etappe ist dann mit dem Auto an die Stelle fahren, wo wir aufgehört hatten. Das Bequeme bei unserem Auto ist ja, dass wir die Fahrräder da so locker reinstellen können. So, von dieser Stelle fahren wir dann wieder 40, 50 Kilometer, je nachdem, wie viel wir fahren wollen, und wieder zurück. Entweder die gleiche Strecke, was einen besonderen Reiz hat übrigens, fürs Fotografieren. Das Licht kommt von der anderen Seite auf dem Rückweg. Das ist eine ganz tolle Sache. Ja, das wäre die zweite Etappe dann gewesen. Entweder fahren wir dann mit dem Wohnwagen 100 Kilometer weiter, fahren dann zurück an die Stelle mit dem Auto, wo wir letztens aufgehört hatten, fahren dann ein Stückchen mit dem Fahrrad wieder zurück und so weiter und so fort. Zwischendurch sagt meine Frau, das ist eine logistische Meisterleistung, das immer wieder auf die Reihe zu kriegen, auch wieder einen Campingplatz zu finden, der dann so einigermaßen vernünftig liegt, dass man von dort auch bequem dann weiterfahren kann. Welchen Vorteil nutzen jetzt also gegenüber, wenn Sie jetzt in Unterkünfte dann absteigen würde und würde so immer in einem fortfahren? Ich schlafe nicht gerne in fremden Betten. Gut, verweise auch wieder da und so. Okay, das ist das eine, ist es preiswerter, auf diese Art zu reisen? Weil pro Übernachtung müssen Sie sich mindestens mal so, wenn es jetzt in Frankreich wäre, so 70, 80 Euro, muss man schon veranschlagen. Ne? Also mit dem Wohnwagen ist es preiswerter. Okay. Dann ist im Wohnwagen auch der Vorteil, man kann sich natürlich auch selbst versorgen, verpflegen. Jo. Sie können viel mehr Gepäck mitnehmen. Sie sind ja, wie lange hat es zum Beispiel die Tour gedauert, die Sie da durch Südfrankreich gefahren sind? 50, fast Kilometer? 2 Monate, denke ich. Ne? Oh, hier ist es. Ja, also mit Einreise und Abreise. 2 Monate? Ja. Aber die Zeit möchte ja wohl irgendwann. Ja, ich hoffe, die hat irgendwie, wenn er gesund ist, irgendwann mal. Das ist schon eine schöne Sache. Das ist wirklich wichtig, dass man sich da Zeit nehmen kann. Wir kochen selber gerne. Wir sind also wirklich in dem Wohnwagen zu Hause. Wir sagen, es ist unser Schneckenhaus. Und mit diesem Schneckenhaus können wir natürlich, sind wir so beweglich, dass wir uns in jede fremde Umgebung, in jeder fremden Umgebung heimisch fühlen können. Und das Schöne dabei ist auch, wir können so lange da bleiben an der Stelle, wie es uns Spaß macht. Das Wetter spielt keine Rolle für uns. Ja. Wenn es regnet, sagen wir, oh Gott, wir fahren die Tour erstmal mit dem Auto, mal gucken, ob es sich lohnt. Oder wir sagen halt, hey, bei dem schönen Wetter, eigentlich wollten wir weiterfahren, aber bei dem schönen Wetter machen wir jetzt noch eine Tour mit unserem Rad. Also Sie sind völlig entschleunigt, ne? Völlig. Toll. Also Sie sind irgendwo dort angekommen, wo viele Leute eigentlich noch hinwollen. Doch, wirklich. So, und jetzt machen wir uns jetzt in den Vitalis. Also Sie fahren jetzt da quasi an Flüsse entlang, manchmal ist vielleicht auch eine Steigung drin. Rein von der Technik her, wie kommen Sie denn da damit zurecht? Wir haben einen Booster, einen Gasgriff. Das haben Sie schon mal gesagt, das wäre praktisch zum Einfahren oder am Berg. Mhm. Dann haben wir auch Rücktrittbremse und solche Dinge. Vom Gewicht her hätte ich noch mal gern gehört, wie Sie da damit zurechtkommen. Also an den Flüssen ist es gar kein Problem. Mhm. Witzig ist eigentlich immer, dass die Menschen, die neue große E-Räder haben, an uns vorbeifahren mit einem netten Winken, so in dem Stil, na, ihr Kinderleinchen, kommt ihr auch noch gleich. Ja, und dann begegnen wir ihnen wieder an der nächsten größeren Steigung. Wenn die nämlich dort sich entschieden haben, einmal abzusteigen, dann sind sie abgestiegen. Und wir können zu jeder Zeit, an jeder Stelle, bei den Flüssen ist es so, dass man zu den Brücken hochfahren muss. Wir fahren an die Brücken. Meistens kann man an den Brücken besonders gut fotografieren, machen ein Foto, steigen wieder auf mit diesem Booster
und fahren weiter. Während die Leute, die mit ihren großen Rädern haben, also wirklich Probleme, erstmal dieses Rad irgendwo so zu hinzustellen, dass sie fotografieren können und gucken uns etwas entgeistert nach, dass wir sie überholt haben, Fotos gemacht haben und uns dann vielleicht in einer halben Stunde, während wir Pause machen und gemütlich frühstücken, wieder treffen. Und dann machen wir so, hallo, seid ihr auch schon da? Ich habe auch gesehen, dass ihr ab und zu schon einmal die Räder getragen habt, also irgendwo über Hindernisse hinweg. Ja. Ja, das machen wir auch schon mal. Das ist natürlich mit Gepäck und Akku ist es nicht ganz so leicht, das so zu tragen, aber zu zweit geht alles. Mhm. Wobei die kleinen Räder, die Vitali, sind ja spürbar leicht, wirklich über großen. Und sie haben auch noch praktisch diesen Haltegriff da. Ja. Und ich habe die Höhe ja nicht. Das heißt, ich habe einmal mit einem großen Rad probiert, das kann ich gar nicht anheben, denn ich habe diese Hebekraft gar nicht. Probieren wir mal gleich, oder? Ja, ich stehe meistens hinten und hier stehe ich unten und wenn ich dann, ach so, ich das so, ist das also kein Problem, dann hier. Dann haben wir natürlich die Pedale nach abgeklappt. Ja, also und wenn es ganz verrückt kommt, dann mache ich das eben so. Das geht auch. Also ist praktisch ein bisschen großer. Ja, auf jeden das Fall. Das für uns kleine Leute. Klappen dieser kleinen, die sind übrigens sehr schön. Ach, für mich etwas, ich habe auch kleine Die sind für Hände. Meine Frau besonders schön, das darf nämlich ich machen. Ich habe sehr kleine Hände, aber man kann eben sehr schön mit diesen kleinen Rädern, wenn es sein muss, auch schon mal einfach nur begleitend gehen, während man sonst eben sehr schnell auch irgendwo an die Pedalen stößt. Ne? Zum Beispiel beim Einkaufen auf Märkten. Da schiebt man das Fahrrad ja auch mal so neben sich her und kann dann wunderbar einkaufen. Das nimmt nicht viel Platz weg und die Leute sind nicht so ganz böse. Ah ja, das ist natürlich alles getestet. Das sagte ich ja, wir sind ja sehr autark gerne, wir kaufen gerne ein und wir haben nur immer manchmal Angst, dass man dieses schöne, kleine, nette Rad uns klauen könnte. In Frankreich gibt es Radabstellmöglichkeiten und zwar muss man von dem Land aus das Rad zweimal abschließen. Einmal eben an diesem normalen radinternen Schloss. Und dann haben wir halt die zweite Möglichkeit, das ist die Kette noch an einem starken Stahlgestell befestigen können. Dann ist es doppelt gesichert und bis jetzt, toi toi toi, Holz haben wir ja nicht, ist es uns noch nie weggenommen worden. Allerdings kommen Leute zwischendurch und fragen dann, wo haben Sie das denn gekauft? Und dann sagen wir, wir sind Deutsche und wir kaufen nur Sachen aus Deutschland. Sehr gut. Gehen Sie zu Herrn. Also Vitalis kommen nicht aus China oder aus Asien. Nein, Asien. Genau. Sie kommen aus ihrer Gegend da oben, aus Habigsbeck, da lassen sie bauen. Mhm. Schön. Also ich stelle es jetzt mal gerade wieder zurück. Ja. Und was mich jetzt noch interessiert, ist diese Bücher, die Sie da machen. Ich nehme mal gerade eins. Das war die erste Ausgabe, die ich von der Krams gekriegt habe. Und zwar, auch das sagen Sie bestens selber, Sie können so schön Französisch, gell? Sur le canal de deux mers. Aha, genau. Also zum einen Meer, zum anderen, vermutlich vom Atlantik zum Meer. Genau, das hatte ich ja eben gesagt. Und es ist faszinierend, wenn Sie es uns vielleicht mal ein bisschen zeichnen, welch eine Fülle die beiden an Fotos machen. Das war. Der Trick ist im Grunde genommen, der Sie fotografieren beide. Also deswegen jeder hat eine Kamera. Genau, deswegen beide auch drauf. Ja, darum sind auch immer beide drauf. Und abends nehmen Sie dann die Fotos und werfen sie praktisch in einen Ordner rein. Ne? Ja. Nur so ähnlich stelle ich mir das vor. Man muss allerdings vorher die Kameras abstimmen. Also dass der Zeitpunkt, also die Zeit richtig einstellt, ist in der Kamera. Ne? Mhm. Sonst funktioniert das nämlich nicht richtig. Genau. So. Hier zum Beispiel gab es auch einen Bahntrassenweg. Das ist übrigens auch eine super Möglichkeit, um mit den Wegen, also mit den Fahrrädern Wege zu fahren, vielleicht auch mit Kindern, da nämlich kein Autoverkehr in der Nähe ist und man fantastische Sicht auf Felder, auf Flüsse, über Brücken fährt. Diese Bahntrassenwege gibt es überall in Deutschland, auch hier in Frankreich auch. Und die sind sehr, sehr zu empfehlen. Ohne großes Gefälle oder ohne große Steigung, einfach bequem zu fahren. Mhm. Und natürlich wunderschön. Am Kanal entlang. Das ist noch der schöne Weg. Gut, die Vitali-Wege
Müssen nicht, also die Wege für Vitalis müssen nicht immer asphaltiert sein, so wie hier besonders schön, sondern es langt auch, wenn sie halt steinig sind, wenn sie sehr schmal sind. Die Treidelwege sind oft sehr schmal. Das. Wenn es über Brücken geht, ich weiß gar nicht, ob der einen schmalen... Also das ist eine Fülle von Bildle, ne? Ich habe jetzt die Bücher mir angeguckt und ich brauche für eins mindestens eine Stunde, weil ich genieße es einfach dann auch, diese Aufnahme. Sie beschreiben das auch immer so schön, was ich da gesehen habe, weil hinterher vergisst man so ja immer. Genau. Wieder. Und derjenige, der das anguckt, kann sich dann ein bisschen orientieren. Also in große Städte sind wir natürlich auch gefahren, wie hier zum Beispiel Toulouse, eine Stadt, die für beide Kanäle wichtig ist, weil beide Kanäle, sowohl der Canal de la Garonne als auch der Canal du Midi, dort ihren Anfang bzw. ihr Ende haben. Und in diesen Städten ist es natürlich ein bisschen problematisch, diese kleinen Räder abzustellen. War es für uns, weil wir Angst eben hatten um dieses tolle Rad. Aber wir haben es immer geschafft, dass wir irgendwo es einfach mit dieser bewährten Methode festmachen konnten. Also man könnte ja auch die Vitalis versichern, die sind dann auch im Ausland versichert, bei Diebstahl, das geht an für sich, das macht die ENRA, das ist eine holländische Versicherung, die es auch in Deutschland hier gut Fuß gefasst hat. Aha, das wäre ja vielleicht so eine Möglichkeit. Das sind sie dann eher im Spandau dann. Ja, das war eigentlich das Problem. Also hier daneben diese wunderschöne Platanenallee, und das ist ja also, sagen hat, dass sie auch den Blick haben dort dafür. Ach ja. Und beide sind praktisch untauglich für größere Radgruppen mitzufahren, weil sie ständig anhalten müssen zum Fotografieren. Genau. Zum Beispiel auch solche Sachen, wo das Vitali also locker drüber fährt. Ah ja, das ist ein ausgewaschener Wurzelweg, ne? Ja, das ist ein Canal de Midi. Und so. Ja. Also gerade, weil ich sagte eben schon, ich habe also einen schlechten Gleichgewichtssinn. Mit dem Vitali traue ich mich eher, auch solche schmalen Wege zu gehen, weil ich ja sehr fußnah am Boden bin. Und seitdem kann ich also auch solche Wege meistern. Toll. Oder wie da. Einfach klasse. Und ich habe auch extra breite Reifen auf die Vitalis gemacht. Ja. Damit man auf solche, wenn man so nicht asphaltierte Strecke auch sicher kommt. Ja. Das stimmt. Sie haben jetzt allerdings die Reifen gewechselt, weil Sie sind dieses Jahr, das kann man ja mal sagen, sind Sie dann eine Strecke gefahren, da lagen dann so lange irgendwas, ne? Sie waren da. Ja, es war eine sandige Strecke und Meer, das ist eigentlich nicht das Problem der Sand, sondern es waren so ganz kleine, winzige Dornen oder sowas. So kleine Dörnchen. Ne? Und da hat sich eins halt im Mantelinneren verfangen. Und das ist halt nicht sehr früh erkannt worden. Und immer wenn ich halt auf diesen holprigen Strecken gefahren bin und irgendwann mal genau mit diesem kleinen Teil eben stecken geblieben bin im Pneu, wie heißt das, in diesem Reifen, im Schlauch. Dann macht es Psst und dann... Also wir haben jetzt beide Reifen gewechselt und ausgetauscht zum Marathon Plus, aber auch neue Schläuche reingemacht. Wenn wir das schon mal gemacht haben, vielleicht war einer schon geflickt oder so, also gleich alles raus, neues Material rein. Also mein Mann besitzt diese Reifen bereits und der er... Nein. Nee. Und was noch wichtig ist, wir haben auch diese Sattelfeder. Ja. Die ist auch sehr gut. Ja, also bei diesen holprigen Wegen, man merkt das also durchaus, dass man, wenn man etwas älter ist, ja auch nicht mehr so viel... Ja, die Schule ist so unbedingt, also man legt mehr Wert auf Komfort. Und die schlafen sie ja auch im reichen Bett. Ja, genau. Sieh, die Idee ist gut. Die Idee ist wirklich gut. Das zweite Büchle haben sie jetzt dieses Jahr gemacht. Und zwar waren wir in der Bretagne gewesen. Genau. In der Bretagne haben wir also alles gebraucht, unseren Wohnwagen, um halt immer kleinere Strecken zu fahren, unser Auto. Und diese Fahrräder waren leider direkt am Meer auf dem sogenannten GR34, einem Fußweg direkt an der Meeresküste, waren verboten. Für Fahrräder. Für Fahrräder. Also sie haben dann praktisch aus der Not eine Tugend gemacht, sie sind gewandert, sie sind auch zum Teil mit den Vitalis gefahren, sie sind mit dem Auto gefahren. Ja, also die Kombination hat es dann eigentlich... Die Kombination war unglaublich hilfreich.
weil wir dann halt die Wege, die länger waren, die nicht unbedingt am Strand oder an der Küste entlang verliefen, zum Beispiel in die Innenstädte, die durch Flüsse verbunden waren, Kanäle verbunden waren, durch eben die berühmten Bahntrassenwege. Die gibt es dort auch zuhauf und auch mit besonderen Literaturwerken, in denen die verzeichnet sind. Es ist einfach ideal. Also das heißt im Grunde genommen, Sie haben das Land in maximaler Art kennengelernt. Ja. Zu Fuß an die Küste direkt entlang mit den Vitalis, wieder auf Bahntrassestrecken und so weiter mit dem Auto, wenn es drauf ankommt, ist genial. Ich habe auch Meniere drin gesehen und die Ebbe und die Flut und Artischockenfelder und alles, genau, was sie halt da so gesehen haben und wahrgenommen haben. Ne? Und das Tolle ist eben, mit diesen Rädern ist man anders als im Auto, ja, im Auto ist man in einem Kasten. Hier ist man wirklich mitten in der Natur. Man hat den Fußkontakt zur Natur, man hat eben die Sonne, den Wind, alles, was man so beim Gehen vielleicht schon mal als unangenehm empfindet, hat man hier also wirklich, weil es auch schneller geht als zu Fuß, voll um sich herum im Griff und wir sind begeistert. Zwischendurch habe ich mal gedacht, warum gibt es noch keine Geruchsfotos? Wenn die Landschaft so duftet, riecht und so, das müsste man eigentlich auch einfangen können. Aber es ist nicht es ist so kleine Fläschchen. Also in der Provence gibt es ja dann die Lavendelfläschchen und so und dann Teufel sind viel die Liebesbriefe. Ja, das stimmt. Machen wir so ein kleines so ein Fläschchen, Fläschchen, das so ein Riechfläschchen. Ja, ja. Wenn man das nämlich hier manchmal so sieht, was dafür auch so in so einem Wald, wie das da gerochen hatte, das war einfach nur wunderbar. Und diese Unterschiede dann immer wieder, ne? Das ist bei den. Vielleicht auch deshalb, weil die Vitalis so niedrig sind. Dann hat man also wirklich so einen Kontakt, so einen Geruchskontakt, auch zum Wasser, ne? Sofort. Ja, wir fahren ja auch nicht besonders schnell mit den Rädern. Wir wollen ja auch was sehen. Wir sind also keine Radsportfans, sondern ganz einfach so, so Lust am Radfahren und dann eben gucken, sehen, riechen und festhalten. Da eignen die sich also hervorragend für. Die Kamera, die Sie jetzt dort dabei haben, wessen Kamera ist denn das jetzt von Ihnen zu? Das ist meine, ja. Ah ja. Die haben Sie dann wo deponiert? Vorne in einem Lenkerfäschle? Ja, es gibt einen eine Lenkertasche. Hier sieht man ja auch zwei Möglichkeiten. Hier habe ich das normalerweise den Fotoapparat in einer separaten, Fototasche. Hier unten habe ich als Frau eine sehr schöne Handtasche. Die kann man auch vielleicht da gerade auf dem Bild sehen. Die kann ich also zum Einkaufen benutzen, kann sie auch wunderschön hier deponieren. Und dann habe ich eben... Sie haben dann tatsächlich zwei Taschen dran hängen. Ja, genau. Das ist ja genial. Das ist übrigens bei den Vitalis möglich, er hat ja auch zwei Taschen dran, weil wir eben so eine lange Lenksäule haben. Ja. Und da kann man alles Mögliche dran hängen. Genau. Und hinten, weil wir halt Wohnwagen und Wagen haben, haben wir oft dann halt nur hier noch die Möglichkeiten für... Den Koffer habe ich gesehen. Ja, genau. Wir haben auch, wenn wir von Jugendherberge zu Jugendherberge gefahren sind, die großen Taschen von, weiß ich nicht. Auch Rix und Kaul. Ja, haben passt wir rechts und links, das passt auch. Dann wird das Rad aber sehr, sehr schwer, finde ich, und nicht beim Fahren, da merkt man die Taschen gar nicht. Weil der Schwerpunkt am Vitali ganz weit unten ist. Das ist der große Vorteil im Gepäck, weil hier von dem großen Rad hängt die Tasche ganz oben. Und an der Vitalis ist es ganz unten. Dadurch ist es so einfach dann immer noch vom Handy. Und der Batterieverbrauch ändert sich auch kaum. Das ist alles das Tolle. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt vieles auf meinem Rad lade, dann kann ich also viel weniger weit fahren. Wir haben also die großen Batterien, die uns, wir haben es nicht ausgereizt bis 100 Kilometer, aber man kann es wohl. Ne? Und, das hatten Sie uns ja gesagt. Ja. Gleich die großen Batterien, man fährt zu viel, das macht so viel Spaß. Das sind wohl diese 15,3 Amperestunden, nehme ich jetzt mal an. Und das geht auch mit Gepäck. Nur wie gesagt, wenn man dann irgendwo auf einen Bürgersteig oder so fahren muss, dann ist es natürlich hinten schon ein bisschen schwer. Gut. Aber das ist so, das heißt, so ist es. So ist es halt. Ja. Was habe ich denn geplant für 2018, für das nächste Jahr? Ja, alternativ natürlich immer. wir fahren besonders gerne, dann, wenn nicht die großen Touristenstürme uns behindern. Wir fahren gern, wenn es halt nicht zu heiß ist, sprich im Frühjahr und im Herbst.
Und wir haben, nachdem wir also ganz Spanien umrundet haben und Frankreich, vor allen Dingen die Bretagne, seit anderthalb Jahren erkundet haben, natürlich jetzt den Blick ein bisschen Richtung Osten, Richtung Italien. Norditalien wäre zum Beispiel eine Option im nächsten Frühjahr und im nächsten Herbst dann vielleicht Süditalien. Ja. Überwintern ist auch eine Option vielleicht an der Küste Spaniens, die wir nur per Pedis gemacht haben, aber mit dem Rad. Es gibt wunderschöne Küstenwege, kilometerlang. Und im Winter draußen zu sein, wäre natürlich unser Traum. Also so kommen wir ja noch alt, werden, gell? Das hoffen wir. Ein ganz großer Traum ist noch die Vélo d'Essai in Frankreich. Ach. Und zwar ist das dann von der Bretagne runter bis in den Süden nach Biarritz, direkt am Meer entlang. Also ein Stück davon sind wir schon mal zu Fuß gegangen. Und da haben wir das gesehen und das haben wir uns in den Kopf geschrieben. Das ist ein Traum, den wir noch machen wollen. Wir sind eben beweglich mit dem Wohnwagen. Wir sind auch gefahren mit dem Fahrrad von Roscoff Richtung Concarneau. Das war schon der Anfang der Vélo d'Essai. Das war natürlich auf den Spuren von Jean-Luc Banalek. So, wie lange sind Sie schon verheiratet? Ach, mehr als 40 Jahre. So, da haben wir es. Und wir haben uns eben auf diese Zeit gefreut und wollten die ganz bewusst so verbringen, dass wir nicht ständig nur für andere da sind, sondern einfach mal die Zeit für uns nutzen. Und nicht irgendeiner dann am Ende sagen muss, wir hatten doch noch so viel vor. Wie es mein Vater gesagt hat. Und das deine Mutter. Ja, oder meine Mutter. Ne? Also von Ihnen kann manche was lernen. Ich auch. Ich auch. Ja, eigentlich haben wir unseren Zuschauern jetzt, denke ich, jetzt mal ganz viele Informationen gegeben. Sie können das jetzt ähnlich machen. Sie brauchen zwei Vitalis vielleicht, einen Wohnwagen oder eine, die da das eigenes Reisekonzept dann zu guter Letzt. Wohnmobil geht auch. Ist ja heute Wohnmobil geht auch. Die Fotos von den Fotobüchern, die lade ich jetzt noch hoch. Die werde ich Sie dann sehen können. Auf unserer Internetseite mache ich dann einen Hinweis. Und ich denke, wir bleiben im Gespräch, wir bleiben in Kontakt. Sie haben ja auch versprochen, dass Sie ins Taubertal kommen. Aber das ist ja. Da machen wir gemeinsam nochmal zwei, drei, drei Türen. Genau, so Lechweg und Taubertal. Liebliches. Liebliches Taubertal. Also ich zeige Ihnen das liebliche Taubertal. Oh ja. Da kennen wir nämlich aus. Das ist super. So, also dann, bis dahin. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Vielleicht kommen Sie mal bei uns vorbei, fahren wir so ein Vitali Probe, entscheiden sich womöglich dafür und dann beginnt. Ein neuer Lebensabschnitt, gell? Aber sicher. Schön. Also dann, tschüss. Tschüss. Tschüss.